Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, heute zu den Handelsideen am Donnerstag, vierter Handelstag der Woche. Gestern war die FED dran, die hat interessante Sachen erzählt, die den Dollar etwas leichter gemacht haben, den Euro dafür nach oben gebracht haben. Das schauen wir uns nachher gleich auch mal im Chart an. Daneben noch Neuseeland-Dollar, Kanadier-Dollar und der australische Aktienindex. Das sind die Dinge, die wir heute auf der Uhr haben. Wer neugierig war und schon im Blog nachgeschaut hat, weiß natürlich schon, was ich hier in den Charts vorbereitet habe. Für alle anderen, die das ganz gerne live hier an den Bildschirmen verfolgen. Guten Morgen und alle, die live dabei sind, auch die Aufforderung von mir. Wer den einen oder anderen Wunschchart hat, grüßt dich, Elena. Gerne hier im GoTo oder aber auch auf Facebook direkt reinschreiben in die Chats und dann können wir sehr, sehr gerne die Fragen oder den ein oder anderen Wunschchart noch mitklären. Zuvor der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, heißt also bitte den Risikohinweis mit zur Kenntnis nehmen, das ist wichtig für Ihr Trading. So, damit rein in die Vorbereitung für den heutigen Tag. Da starten wir wieder mit den Tagesnachrichten. Wir hatten heute Nacht ein paar Sachen aus China. Olaf, guten Morgen. China ist ja ein wichtiger Markt. China ist auch Thema für den großen Handelsstreit mit den USA. Von der Seite her ist das immer relativ interessant, auch mal zu schauen, was denn diese Volkswirtschaft macht. Da gibt es ja momentan ein paar Zeichen, die auf Entspannung hindeuten. China öffnet ja so ein bisschen mehr die Türen für den Import aus den USA. Die Wirtschaftszahlen in China, wir haben es hier heute Nacht gehabt, 2.30 Uhr kamen die raus. Da gab es das Thema Inflation, Prognosen. Wir sehen es hier, waren bei 2,1%. Ich schaue gerade mal in die aktuellen Daten rein. Das habe ich hier oben auf dem vierten Monitor. Daher der Blick nach oben. Der Verbraucherpreisindex war 2,1 Zuwachs. Die Prognose 1,9 ist es gewesen. Also inflationär etwas unter den Erwartungen sozusagen. Der Erzeugerpreisindex, der ist noch deutlicher zurückgegangen. Der war ja von der Prognose her bei 1,6%, also hier 1,6%. Wir haben aktuelle Daten bekommen heute Nacht, 0,9% sind die Erzeugerpreise im Monat Dezember des letzten Jahres auch angestiegen. Das ist jetzt durch. Schauen wir mal, was heute kommt. Um 13.30 Uhr veröffentlicht die EZB den Bericht des geldpolitischen Treffens. Um 15 Uhr bekommen wir aus den USA das Thema Verkäufe neuer Häuser und der FED-Vorsitzende Powell wird heute auch wieder zu uns sprechen. Hier um 18 Uhr gibt es die ganzen Informationen. Heute am Nachmittag dann auch noch mit einer Relevanz 2 hier zu sehen. Um 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Um 15 Uhr dann die Verkäufe neuer Häuser. Und wir bekommen dann heute neben der Rede von Herrn Powell auch noch zwei weitere FOMC-Mitglieder reden. Und zwar hier um 18.40 Uhr und 23.30 Uhr. Das ist immer interessant an dieser Stelle zu sehen, wer oder was hier gesagt wird. Also das zur Planung für die heutigen Tagesnachrichten. Und dann schauen wir gleich mal rein in die entsprechenden Charts. Wir machen hier direkt einmal den Stereo-Trader im Tickmill-Webdesk hier auf, beziehungsweise im MT4 das Ganze zu sehen. Hier oben, da Stereo-Trader ist drinnen, da sehen wir, dass das Add-on aktualisiert ist und im System vorhanden ist. Das kann übrigens auch jeder, der hier mit dem MetaTrader handelt, auf der Website von Tickmill rausziehen. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, hier einen kurzen Augenblick, wo man das Ganze findet. Ich hole es bloß mal runter auf den Desk. Also einfach auf die Website von Tickmill gehen. Diejenigen, die morgens auch immer schön den Blog lesen, die wissen das ja auch. Der Blog, der befindet sich hier an dieser Stelle. Und alle Informationen rund zum Trading findet man auch hier. Die super guten Konditionen, die engen Spreads und bei den Plattformen an sich, da haben wir hier die Werkzeuge und da haben wir den Stereo-Trader. Und wer da draufklickt, findet dann direkt den Zugang und damit auch alle Informationen zu diesem Add-on, die die Arbeit hier mit dem MetaTrader deutlich komfortabler gestalten. So, nun aber weg von der reinen Technik hin zu dem, was uns alle interessiert. Wie können wir denn hier gute Trades finden? Und da habe ich heute mal als Vertreter bei den Indizes den australischen Aktienindex ASX, das Kürzel hier ist AUS 200, mit hineingeholt. Das ist ein interessanter Titel, der steht momentan an einer sehr, sehr schönen Stelle. Wir sehen das hier untergeordnet, hat sich mittlerweile ein Aufwärtstrend gebildet und dieser Aufwärtstrend ist mittlerweile vorgedrungen bis in dieses Trendtief hier. Wir haben ja den großen Abwärtstrend hier übergeordnet da. Das
letzte Korrekturhoch hatten wir hier bei 5.788 Punkte und da ist er gestern im Hoch schon mal drüber und heute in der Nacht, wir haben ja einen Zeitversatz zu Australien, da ist er auch nach oben ein Stück gelaufen, ist jetzt hier mehr oder weniger unentschieden unterwegs, aber das ist ein interessanter Punkt. Wir haben also hier eine Aufhellung der Lage und hier geben uns jetzt zwei Faktoren Ausschlag. Das erste ist, wenn wir uns mal diesen Trend hier anschauen, diesen grünen Trend, der ist jetzt hier in ein markantes Level reingelaufen, steht auch ordentlich weit in seiner Bewegung, heißt also, es könnte unter Umständen passieren, dass wir hier erst einmal etwas an Korrektur sehen. Anlaufpunkte zur Unterseite hin wären dann für die kurzfristig agierenden Trader zunächst einmal das Tagestief von gestern bei gut 5.734 Punkten, beziehungsweise dann auch gut und gerne hier die 5.700 Punkte Marke. Das ist auch ungefähr das Level, wo dieser aufwärtsgerichtete Trend hier entstanden ist. Das sind Marken, die werden dann gut und gerne mal noch getestet. Wenn es dann doch tiefer geht, hat man hier noch einige Orientierungspunkte. Die kann man sehr schön dann im Stundentrendverlauf auch sehen. Zum Beispiel diese Marke hier unten bei knapp 5.600, was ist das, knappe 70 Punkte hier unten. Das ist dann eine Marke, die sieht man dann im untergeordneten Trendverlauf, das zur Unterseite her. Läuft der Markt allerdings direkt weiter hoch, beziehungsweise korrigiert er vielleicht flach und dann läuft er nach oben, dann haben wir hier weitere Marken mit Stehen als Anlaufpunkte. Sehen wir einmal hier diese Punkte, diese Marke bei 5.838, beziehungsweise hier 5.864 und im mittelfristigen Bereich, wissen wir ja auch, wenn der Markt wieder nach oben strebt, hier haben wir dann auch wieder das nächste Widerstandslevel um die Marke von knapp 5.950 Punkten hier oben, dieser Bereich sozusagen, den wir hier mit liegen haben. Also das zur Oberseite hin, mittelfristig ist da noch einiges mehr dran, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Wenn wir wirklich tatsächlich wieder stark nach oben laufen, wenn die Bullen wieder langfristig das Ruder übernehmen, dann haben wir hier auch schöne Anlaufmarken mittelfristig aus diesem Abwärtstrend hier auf Tagesbasis runter. Das Ganze ist halt wirklich auch schön zu sehen. Wenn man hier das ganz, ganz große Bild sich mal anschaut, haben wir hier jetzt halt eine ordentlich tiefe Korrektur des aufwärtsgerichteten Monatstrends. Und hier müssen wir einfach mal schauen, wie es weitergeht. Auf alle Fälle ist das sehr, sehr interessant, weil wir an dieser Stelle jetzt weltwirtschaftlich keinen, ökonomischen Krisenmarkt haben, sondern der Weltwirtschaft geht es eigentlich relativ gut. Gut, das Wachstum schwächt sich etwas ab, aber da gehen wir morgen mal intensiver darauf ein im Webinar am Freitag. Da haben wir ja auch immer etwas mehr Zeit. Da fokussieren wir uns nicht nur auf die Trading-Gelegenheiten für den aktuellen Tag, sondern wir haben ja dann auch genügend Zeit, um uns um andere Dinge zu kümmern. Also das hier, der Blick in den australischen Aktienmarkt. Carla, good morning. Nice to see you here. Have a good day, Carla. Zurück zu den Aktien und zu den Währungsmärkten. Schauen wir doch mal in die nächste Währung. Wir starten mal hier mit einer kleinen Nebenwährung und zwar den Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar, bevor wir dann in den Euro-US-Dollar gehen. Weshalb habe ich den Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar heute mit auf die Uhr heraufgenommen? Es ist eine interessante Sache hier passiert. Wir haben zum einen hier, das habe ich grün markiert, diesen schönen laufenden Aufwärtstrend. Der hatte hier auch das Hoch rausgenommen aus, wann war es gewesen, Mitte 2018, sehr, sehr schön nach oben gelaufen, das Ganze hier, und dann hat sich hier ein Gegentrend gebildet. Dieser Gegentrend steht sehr, sehr weit in seiner Bewegung und hat nun diesen Bereich hier unten um die 0,89252 mal touchiert und läuft direkt hoch. Und das ist interessant zu sehen. Interessant zu sehen ist hier Folgendes. Die Schwelle steht jetzt hier an diesem Punkt und diese Schwelle bedeutet, wird sie unterschritten, dann setzt sich dieser Aufwärtstrend nach unten fort und dieser Abwärtstrend setzt sich dann nach unten fort und bricht natürlich hier definitiv nachhaltig diesen Aufwärtstrend. Das haben wir hier, Theo, guten Morgen, an dieser Stelle schön gesehen, Bruch. Dann wird man drunter laufen. Was wir jetzt hier sehen, ist allerdings aktuell eine Gegenbewegung. Das heißt, wir haben ja hier diesen laufenden Abwärtstrend und jetzt haben wir hier diesen Abpraller gesehen. Das war der erste Schub nach oben und das ist jetzt die spannende Geschichte. Wenn es hier eine Bestätigung gibt, dass wir vielleicht etwas tiefer in die Regression reinlaufen, dann können wir uns sehr schön orientieren an ein paar Tageshochs, die hier vor uns liegen. Also hier um die Marke von, jetzt muss ich gleich mal etwas größer zoomen, weil die sind so eng aneinander. Wir haben hier bei dieser Kerze, das ist die Kerze vom 7.1., da haben wir das Tageshoch von 0,90366 und dann hier noch das Tageshoch bei 0,90472. Das
das sind die Hochs, die ersten Tageshochs, die da ohne weiteres angelaufen werden können. Wir müssen natürlich hier eine Fortsetzung des Ganzen nach oben sehen. Und danach haben wir hier auch noch das Ausbruchslevel bei hier das Tief über den Daumen, das mache ich jetzt mal kurz etwas größer, bei 0,90750. Dieser Staubereich hier an dieser Stelle, wo der Markt runtergebrochen ist, das ist ein Widerstandslevel und da können wir in der Korrektur ohne weiteres auch reinlaufen. Wichtig ist halt, dass wir hier die Fortsetzung des Ganzen sehen und das lässt sich sehr, sehr schön auch im Stundenchart sehen. Wir haben jetzt hier diesen ersten Schwung nach oben, das heißt hier dieser Schwung nach oben ist die erste Bewegung, die das Ganze hier nach unten hin gebrochen hatte. Das mache ich mal kurz kleiner, dass man das auch schön sehen kann. Also hier war diese schöne, starke, überzogene Dynamik und dann hat sich jetzt hier diese Aufwärtsdynamik gebildet. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was hier passiert. Wir haben jetzt hier den Schwung nach unten gehabt und wenn wir jetzt den Schwung nach oben wieder sehen, das heißt der Markt nimmt die Kraft auf und läuft hoch, dann haben wir hier untergeordnet dieses Fortlaufen, dieses Aufwärtstrends, was wir hier haben und da stehen dann die nächsten Marken hier auch drinnen. Sie wissen das, wir können ja uns auch hier die Marken vom Abwärtstrend mitnehmen, was interessante Anlauflevel sind. Da haben wir hier halt ein paar schöne Punkte stehen, dann hier als nächstes den Widerstand. Also das ist sehr, sehr interessant zu sehen, was der Titel hier, Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar an dieser Stelle auch für uns tun kann. Mai bei dem Thema Regression. Kommt es nicht zu tiefen Regressionen, sondern der Markt läuft direkt weiter, dann müssen wir einfach schauen, was haben wir denn hier nach unten hin im Chart noch stehen und da können wir im Tageschart auch was Schönes sehen, nämlich unter dieser Marke, unter diesem Unterstützungsbereich von 0,89252 haben wir hier so einen leichten Bereich, wo wir hier ein paar Mal die Märkte ranlaufen hatten, aber nicht unten drunter gehen lassen. Das ist die Marke von 0,88619. Die hat hier aus technischer Sicht mal ein bisschen Halt gegeben. Das wäre dann unter anderem auch ein Punkt, wo wir ranlaufen könnten. Wir müssen erst einmal schauen, was die untergeordnete Zeiteinheit macht, ob die Korrektur tiefer läuft oder ob wir direkt rumdrehen. Und wenn wir das tun, dann stehen die Türen nach unten hin selbstverständlich offen. Und dann ist es auch das Zeichen, dass dieser Gegentrend hier der Haupttrend wird, weil dieser ist dann hier erledigt mit Unterschreiten dieses Korrekturtiefs an dieser Stelle. Und damit hin zum zweiten Währungspaar für heute, und zwar das Paar, was wir hier in Euroland immer sehr, sehr stark betrachten, und zwar der Euro-US-Dollar. Ich hoffe sehr, dass der stark angestiegene Euro-US-Dollar jetzt nicht wieder schlecht für die deutsche Wirtschaft ist. Auf alle Fälle ist ein schwächerer Dollar häufig zu sehen als gutes Zeichen für die US-Wirtschaft. Weiß nicht, ob die US-Wirtschaft schon ein Problem mit dem stärker gewordenen Dollar hat, aber man sieht halt, dass das Ganze unterstützend wirkt. Für den DAX müssen wir mal schauen, was hier nachhaltig daraus wird. Auf alle Fälle ist hier gestern was sehr, sehr Interessantes passiert. Schon vor den Meldungen der US-Zentralbank, die gestern Abend um 20 Uhr rausgekommen sind, hatten wir den Markt schon über diesem Punkt hier stehen. Also hier ist ja, habe ich das mal eingezeichnet, dieser Abwärtstrend, den wir hier hatten, der hatte sein letztes Korrekturhoch bei 1,14996, also bei knapp der Marke von 1,15. Und hier sind wir gestern im Tagesverlauf schon rangelaufen, nach 20 Uhr dann nach den Nachrichten definitiv auch deutlich drüber. Das sieht man ja hier und auch interessant, wo der Markt hier gestern zum Stehen gekommen ist. Von der Seite her, Arnold, guten Morgen. Von der Seite her wieder ein interessanter Anlaufpunkt hier, dieser Schwungbereich, dieser kurze Korrekturhoch auf diesem nächsten Schwung nach unten war ein schöner Anlaufpunkt. Und das ist gerade auch eine Marke, wo wir ein bisschen innehalten sehen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben die Dynamik jetzt nach oben erstmal da. Anlaufpunkt zur Oberseite, wenn das jetzt einfach so weitergeht. Das heißt, wenn wir hier nur eine Korrektur in der Stunde sehen und der Stundenmarkt sich weiter hochentwickelt, wäre dann hier drüben das nächste Hoch, was wir hier hatten, dieses Korrektur um die Marke von 1,16212. Müssen wir sehen, was dort nach oben geht. Auf alle Fälle ist das Potenzial jetzt nach oben hin erst einmal da. Auf der einen Seite, mal gucken, was die EZB heute entsprechend macht. Aber wir müssen auch nach unten schauen. Warum? Hier unten runter ist natürlich auch Korrekturbedarf. Jetzt sind wir einmal drüber gelaufen und wir haben ja hier in diesem Bereich auch schon gesehen, wie zögerlich sich dieser Aufwärtstrend hier gebildet hat. Wir hatten ja immer Kerzen, die sind hochgelaufen und dann wieder viele, viele Abverkaufs. Das heißt, die Oberseite der Kerzen, die höheren Kurse, wurden immer wieder zum Verkauf genutzt. Auch hier, der Trend ist gerade leicht entstanden und schon ging es wieder nach unten. Das zeigt uns die Vorsicht auch der Anleger an dieser Stelle, beziehungsweise der Akteure an den Märkten. Deswegen müssen wir hier auch mal schauen, wenn sich diese Umkehr, die sich hier momentan so ein bisschen leicht andeutet, kurzfristig nach unten hin fortsetzt, dann haben wir hier wieder das Ausbruchslevel
oder das Trendbruchlevel um die Marke von knapp 1,15 liegen und danach hier das Thema der Tagestiefs, die wir hier auch ein paar Mal liegen haben bei 1,14365, hier an dieser Stelle 1,14217 und dann hier unten noch die 1,13946. Da muss man einfach mal schauen, was passiert. Auch hier sehr, sehr gerne wieder der Hinweis, schaut einfach mal rein in die kleineren Zeiteinheiten. Hier haben wir momentan auch einen sehr stabilen Aufwärtstrend in der Stunde. Das heißt, da kann man auch schön aus den Korrekturen der Stunde heraus in Richtung dieses Trends auch traden. Ich sage an dieser Stelle auch wieder, Korrekturtrends, also Trades gegen den Trend, die können funktionieren. Da muss man nur sehr, sehr schnell am Markt entsprechend auch aktiv sein. Das ist halt wichtig, dass man das Ganze im Thema Risikomanagement gut miteinander betrachtet. Nichtsdestotrotz, wir haben hier den Markt schön nach oben laufen. Das mache ich mal kurz auch etwas kleiner, dass man das besser sehen kann. Also hier sehen wir sehr schön diesen nach oben laufenden Aufwärtstrend. Hier diese starke Überdehnung nach oben und die wird wahrscheinlich auch gut und gerne korrigiert werden können. Hier sehen wir ja so ein bisschen das Korrekturtief, das letzte, was wir hier nach unten hin hatten. Das sieht man dann auch sehr, sehr schön im 5-Minuten-Chart. Das heißt, wenn man sich hier mal reinzoomt, kann man wirklich sehr, sehr schön das Ganze auch sehen, wo hier entsprechende Level sind. Und in den 5 Minuten beispielsweise haben wir hier einen Bereich, der ist schon markant gewesen. Hier war ein Korrekturtief. Hier sind wir in den nächsten Schwung nach unten auch rangelaufen und dann wieder nach oben. Wird so eine Marke getroffen oder gebrochen, nicht nur getroffen, sondern wirklich auch gebrochen, dann ist das häufig ein Indiz, dass hier die Korrektur etwas tiefer läuft. Und das kann man dann schön als Anhaltspunkt nehmen, hier die Gewinnmitnahmen der anderen Händler dazu zu nutzen, vielleicht eine etwas tiefere Korrektur zu traden oder aber diejenigen, die sich hier auf die Lauer legen, und sie sagen, nö, Moment mal, wir haben jetzt hier auf Tagesbasis erst einmal einen Aufwärtstrend. Wir warten mal schön die tiefe Korrektur der Stunde ab. Das sind natürlich die schönen Trades. Das ist auch sehr, sehr gut geeignet für nebenberufliche Trader, die nicht die Zeit haben, hier permanent den 5-Minuten-Chart zu betrachten. Einfach die tiefe Korrektur abwarten, das Trade-Management gut planen. Man kann in solchen Sachen gerne auch mit solchen Limit-Netzen arbeiten, um in die Korrektur auch reinzugehen. Das muss alles zum, Performance- bzw. Portfolio-Management auch passen. Und dann können wir hier sehr, sehr schön traden. Das ist hochinteressant, das können wir nutzen und das hier wieder im Euro-US-Dollar mal wieder eine spannende Situation nach der langen Hin- und Her-Getingelzeit. Das also hier aus meiner Sicht zum Chart im Euro-US-Dollar. Jetzt schaue ich nochmal kurz rein in die Fragen. Fragen sehe ich jetzt hier nicht. Heißt also, keine weiteren Punkte. Von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Auch alle, die das Ganze im Nachgang schauen, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, das Ganze hier zu machen. Schauen Sie auch bitte auf der Website von Tickmill vorbei. Die Konditionen sind echt grandios und das Trading hier ist wirklich super zu machen. Schauen Sie mal sich das Ganze an und überlegen Sie, der Broker einfach zum Broker Ihrer Wahl zu machen. Danke für die Zeit und dann bis morgen. Da gibt es wieder vor 8 diesen Blog-Eintrag, den ich vorhin auch erwähnt habe. Dann 8.30 Uhr die Besprechung der Handelsideen. Freitags geht es immer etwas länger. Da schauen wir auf die großen Indizes, auf wichtige Märkte und wir machen morgen auch mal ein bisschen Großschau rundherum aufräumen, was sich hier zum Jahresbeginn auch alles getan hat. Das alles morgen ab 8.30 Uhr. Ich freue mich drauf auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bis dahin, allen gute Trades und einen schönen Tag. Bye, bye. Tschüss.